Der Waffengesetz-Super-GAU steht auf. Ja, liebe Freunde, ich habe schon früher darauf hingewiesen. Obwohl sich die Sicherheitslage in Deutschland, Europa und der ganzen Welt drastisch verschlechtert, will Nancy Faeser unser ohnehin schon krass restriktives Waffengesetz massiv verschärfen und stellt Millionen ehrbarer Bürger unter Generalverdacht. Jetzt reicht's! Das dürfen wir nicht zulassen und das werden wir nicht zulassen. Zusammen werden wir dieses irre Vorhaben stoppen können, wenn ihr alle mitmacht. Und ich sage euch heute, wie das geht. Bleibt dran! Dear English-speaking audience, this video is a call to action for German gun owners, as we need to fight against a very drastic new gun law that the Social Democrats want to impose on us. It is in German, but as always, there is an English summary at the end, at this time frame. Thanks for coming. Ja, so, zurück zum Thema. Es war ja klar, die SPD will das Waffengesetz verschärfen. Das hat sich seit langem abgezeichnet, im Koalitionsvertrag etc. Nur übertrifft das Ausmaß der geplanten Verschärfung jede noch so pessimistische Befürchtung. Sämtliche Legalwaffenbesitzer werden unter Generalverdacht gestellt. Sie sollen Reichsbürger und Terroristen sein. Und bis zu 135.000 Bürger will man sogar entschädigungslos enteignen. Die bisher bekannten Eckdaten des neuen Gesetzesentwurfs sind verheerend. Schreckschusswaffen und Armbrüste werden erlaubnispflichtig. Und laut Frau Giffey benötigt man ein Bedürfnis, so wie bei scharfen Feuerwaffen. Effektiv werden solche Waffen damit verboten. Glaubt ihr nicht? Na dann schaut mal hier rein. Frau Giffey, einmal die Frage an Sie zum verschärften Waffenrecht. Nun ist es ja so, dass man schon für Schreckschusswaffen, wenn man sie denn bei sich trägt, eigentlich einen kleinen Waffenschein braucht. Also was erhoffen Sie sich noch mal konkret von der Verschärfung? Die Frage ist ja, was müssen Sie eigentlich mitbringen für einen kleinen Waffenschein? Fragt einer mal, wozu Sie das eigentlich brauchen. Also das Thema Begründungspflicht ist wichtig, die Voraussetzung für einen kleinen Waffenschein. Und einfach mal, ich möchte mal locker rumböllern, kann nicht die Begründung sein. Und da muss man ins Detail gehen. Die Voraussetzungen für den kleinen Waffenschein müssen überprüft werden, die Frage der Begründungspflicht. Und ich wünsche mir, dass wir das eben bundesweit auch hinbekommen und dass das auch von den anderen Innenministern der Länder mitgetragen wird. Ja, eindeutig, oder? Weiter im Text. Millionen Waffenbesitzer, Feuerwaffen, Armbrüste und Schreckschusswaffen müssen jetzt in Zukunft zum Irrenarzt, zum Psychologen und eine MPU absolvieren, was zu jahrelangen Wartezeiten führen wird. Ja, so wie jeder, der sich am Steuer mit harten Drogen hat erwischen lassen, muss jetzt jeder ehrbare Waffenbesitzer zum Psychiater. Jeder, der mal dahin muss, wird übrigens bei der Polizei gemeldet und dann ist die Waffe weg. Jeder Waffenbesitzer wird vom Verfassungsschutz beobachtet und immer wieder durchleuchtet. Noch schlimmer als schon jetzt. Gastschießen unter Aussicht am Schießstand wird unmöglich gemacht. 135.000 WBK-Besitzer sollen entschädigungslos enteignet werden, weil halbautomatische Langwaffen verboten werden sollen. Das ist der Super-GAU. Und ich habe hier nur die schlimmsten Punkte genannt. Der Entwurf ist 48 Seiten lang. Wieder werden komplett rechtstreue Bürger unter Generalverdacht gestellt, drangsaliert und enteignet, weil der SPD und den Grünen privater Waffenbesitz generell suspekt ist. Ja, das gefällt vielen Bürgern so gar nicht. Dir vielleicht auch nicht, oder? Vor allem angesichts der zunehmend unsicheren Zeiten. Krieg, Bundeswehr ist abgewrackt, Gaskrise, Energieknappheit, Inflation und die Deutschen sollen alle Waffen abgeben. Schon klar. Sehr gutes Timing, liebe Frau Faeser. Sogar der Spiegel schreibt, gute Panzer, böse Schreckschusspistolen. Aber absurd ist es schon, dass diese beiden Waffendebatten derzeit parallel laufen. Klar, Waffen für die Ukraine in Hülle und Fülle. Aber die Deutschen sollen ihre Schreckschusspistolen abgeben. Ja, bloß werden wir diese Waffen, die wir jetzt in die Ukraine schicken, nach dem hoffentlich bald stattfindenden Kriegsende hier wiedersehen. In den Händen von Kriminellen. So wie das nach dem Ende des Jugoslawienkriegs auch war. Ja, dieses Waffengesetz ist einfach nur schon wieder ein großartiges Geschenk an alle Verbrecher, die dann auf komplett wehrlose Bürger losgelassen werden. Ja, und dann soll auch noch das Böllern verboten werden. Weil ein paar Punks Unsinn damit machen? Illegalen Unsinn natürlich, das ist nämlich sowieso schon verboten, was die da tun.
Also das passt vielen Bürgern so gar nicht. Gegenwind für Frau Faeser ist garantiert. Aber das hat die schlaue Frau Faeser schon kommen sehen und diese Gesetzesinitiative medial perfekt inszeniert. Es begann im Oktober 2022 mit dem Bericht Waffen für alle bei Report Mainz im Ersten. In dieser unsäglichen, einseitigen und schlecht recherchierten Reportage wurden genau die Verschärfungen gefordert, die Frau Faeser in den damals natürlich noch streng geheimen Gesetzentwurf geschrieben hat. Das ist kein Zufall gewesen, davon bin ich überzeugt. Hier wurde entgegen unserer Verfassung und entgegen dem Staatsvertrag die Presse gezielt von der Regierung benutzt, um die Bürger zu beeinflussen. Ja, dann Anfang Dezember die große Reichsbürger-Razzia, die eigentlich eher so eine Art Outdoor-Pressekonferenz mit gleichzeitiger Hausdurchsuchung war. Schöner Backdrop, ne? Ja, die gesamte Presse war vorher informiert worden und hatte sich vollzählig versammelt, trotz der Gefahr für die Geheimhaltung. Aber das war ja egal. Man wollte Schlagzeilen und die hat man auch bekommen. Teil 3 der unrühmlichen Kampagne, die Silvesterkrawalle in Berlin und anderswo. Randalierer machten, was sie wollten und die Polizei war völlig machtlos. Wie immer in diesen aufgegebenen Gebieten. Dort reichen deutsche Gesetze nicht mehr hin. Diese Leute haben eine eigene Gesellschaft aufgebaut mit eigenen Gesetzen und eigenen Richtern. Unsere Behörden versagen. Auch aus Angst vor Rassismusvorwürfen natürlich. Büßen sollen jetzt wieder die ehrlichen Legalwaffenbesitzer. So wie die Freunde eines friedlichen Silvesterfeuerwerks, wie wir das hier in Deutschland eigentlich schon immer gemacht haben. Liebe Frau Faeser, schärfere Gesetze lösen nicht ihre schweren Probleme in Berlin-Neukölln und in Duisburg-Marxloh. Diese Punks haben gegen gültige Gesetze verstoßen und ihre Polizei konnte nichts dagegen tun. Das ist das Problem und daran müssen Sie arbeiten. Aber lassen Sie die ehrlichen Bürger in Ruhe, denn diese können nun wirklich nichts dafür. Ja, schlimm, oder? Aber keine Angst, das wird nichts. Dieses irre Gesetz können wir verhindern. Und wie machen wir das? Das erkläre ich euch jetzt. Und es wird spaßig. Also erstmal, noch ist das Gesetz nur ein Entwurf aus dem SPD-geführten Innenministerium. Bevor das in den Bundestag zur weiteren Beratung gelangt, muss erst das Kabinett einverstanden sein. Und das bedeutet insbesondere, die FDP muss Ja sagen. Ohne diese Zustimmung seitens der Herren Lindner und Buschmann wird das Gesetz das bleiben, was es ist derzeit. Ein illusorischer Wunschzettel der SPD. Ja, die FDP steht glücklicherweise Verschärfungen des Waffengesetzes kritisch gegenüber. Ja, schon damals, 2019, bei der Abstimmung über die letzte Verschärfung, da hat die FDP dagegen gestimmt. Das war natürlich sehr löblich, aber nutzlos, da die FDP damals in der Opposition war. Und das ist jetzt anders. Ja, wir haben da mal nachgefragt bei der FDP. Die stellt sich hart auf, denn der waffenpolitische Sprecher der FDP, ein Herr namens Konstantin Kuhle, der schreibt wörtlich, jetzt hier nur auszugsweise, ich packe euch den Link unten rein. Es liegt vielmehr der Verdacht nahe, dass das BMI die Durchsuchungen und Festnahmen gegenüber der Reichsbürgerszene als günstige Gelegenheit nutzen will, um schon länger gewünschte Verschärfungen durchzusetzen. Das wird mit der FDP nicht zu machen sein. Ja, das ist mal schön, ne? Weiter. Eine Verschärfung des Waffenrechts zur Entwaffnung sogenannter Reichsbürger ist nicht notwendig. Na klar, da sind sowieso schon 1000 Paragraphen, da hat man alles in der Hand. Um die Wirkung der Waffenrechtsänderungen beurteilen zu können, haben wir eine umfassende Evaluation des Waffenrechts vereinbart, sowie eine bessere statistische Erfassung von Straftaten mit Schusswaffen. Derzeit lassen die Zahlen beispielsweise keinen Rückschluss darauf zu, ob ein Täter eine illegale oder eine rechtmäßig besessene Waffe eingesetzt hat. Dieses Wissen hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Frage, ob Waffenrechtsverschärfungen einen Sicherheitsgewinn erzielen. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Man hat das nicht mehr erfasst, man hat 2015 damit aufgehört, das zu erfassen, ob die Waffen legal waren oder illegal, weil es einfach eigentlich nur noch illegale Waffen waren. Ja, aber weiter. Eine Änderung des Waffenrechts kommt daher nicht in Frage. Ja, super. Klasse, finde ich super, FDP. Das ist meine Ansage. Und wenn die FDP das so durchhält, dann baue ich einen kleinen FDP-Altar in die Ecke meiner Werkstatt und zünde jeden Samstag eine Kerze davor an. Das verspreche ich. Na, Spaß beiseite. Ich setze hier wirklich auf die FDP.
Denn leider ist die FDP unsere allerbeste Chance, dieses Wahnsinnsgesetz zu verhindern. Denn wenn die FDP einknickt, dann kommt das Gesetz. Selbst wenn alle Oppositionsparteien dagegen stimmen würden, was nicht der Fall sein würde, die CDU, CSU und die Linke finden das Gesetz nämlich eigentlich auch toll, dann würde das rein gar nichts nutzen. Die Ampel hat die Mehrheit. Bloß ist die FDP nur Juniorpartner in der Ampel und man wird versuchen, einen Kuhhandel einzufädeln. Na, das kennen wir schon. Ihr gebt beim Waffenrecht nach und wir kommen euch bei den Steuern entgegen. Sowas in der Art. Das wird man versuchen. Und das darf nicht passieren. Die FDP muss verstehen, dieses Thema ist wichtig und die FDP würde sich komplett lächerlich machen, wenn sie jetzt umfallen würde. Ja, und wie können wir das erreichen? Indem wir alle zusammenhalten. Wir haben gemeinsam mit etlichen anderen Influencern und vor allen Dingen dem VDB eine nie dagewesene Kampagne auf die Beine gestellt. Und wir brauchen eure Hilfe. Die Kampagne, die hat zwei Stoßrichtungen. Ja? Einerseits, wir zeigen Frau Faeser und ihren SpießgesellInnen sehr, sehr deutlich, wie sauer die Bürger auf solche Aktionen reagieren. Und wir appellieren an die FDP, uns hier nicht im Stich zu lassen. Ja, so läuft das. Politiker reagieren auf spürbaren öffentlichen Druck. Und genau den erzeugen wir jetzt. Und wie? Naja, wir fluten erstmal das Bundesinnenministerium mit Arbeit und Frust. Jeder Menge Arbeit. Und jeder Menge Frust. Super. Dazu hat der VDB seinen bewährten Briefgenerator aufgebohrt. Denn diesmal schicken wir gleich drei Briefe. Einen an das Innenministerium, einen an Carmen Wegge von der SPD und einen an Marcel Emmerich von den Grünen. Das sind die für Innenpolitik zuständigen Bundestagsabgeordneten bei der SPD und den Grünen. Die Schreiben sind so formuliert, dass eine Antwort erforderlich ist und eine Akte angelegt werden muss. Allein die Belastung für das BMI wird enorm. Das ist ja eine Behörde, die müssen das nach Buch machen. Wenn wir 100.000 Briefe zusammenkommen, und ich glaube, das schaffen wir, weil bei der letzten Aktion 2019, da waren es auch schon fast 50.000. Ja, wenn es 10 Minuten dauert, so ein Schreiben in die Akte einzuheften und eine Antwort zu schreiben, ja, und das zu kuvertieren, dann muss das BMI 2083 Manntage, a8 Stunden an Zeit investieren. Wenn das ein einziger Beamter machen würde, dann müsste er dafür mehr als 10 Jahre dafür benötigen. Aber wenn nach 30 Tagen noch keine Antwort da ist, dann schreiben wir 100.000 Erinnerungen. Das wird ein feiner Spaß. Die müssten in der Tat über 100 Beamte einsetzen, um das alles in 30 Tagen bewältigen zu können. Und schon so sehr, sehr bald werden viele, viele Leute im BMI stinksauer auf Frau Faeser sein, die sich nämlich auf ihre Kosten zur Law and Order Ministerin machen will. Ist das unfair? Nein, nein, nein. Wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Überleg mal, was dieses neue Gesetz für die armen Waffenbehörden an Arbeit verursachen würde. Und die sind jetzt schon hoffnungslos überfordert. Die Psychologenbranche und die Gesundheitsämter würden ebenfalls in die Knie gehen. Und wofür? Um die ohnehin völlig gesetzestreuen Legalwaffenbesitzer noch mehr zu drangsalieren? Wir üben hier nur unser Recht als Bürger aus, indem wir uns über ein Gesetzesvorhaben beschweren, das uns zu Unrecht belastet. Frau Faeser wird schnell begreifen, das Waffengesetz ist ein heißes Eisen. Das fasst man vielleicht besser nicht mehr weiter an. Und was müsst ihr nun tun, um mitzumachen? Naja, folgt einfach dem Link zum VDB-Briefgenerator und füllt das Online-Formular aus. Ihr müsst nicht zur Post gehen, ihr müsst keine Briefmarke aufkleben, ihr müsst nicht mal vom Stuhl aufstehen. Wenn ihr VDB-Fördermitglied seid, dann kostet euch das Schreiben nichts. Der VDB zahlt das Porto und macht die ganze Arbeit. Wenn ihr noch kein VDB-Mitglied seid, dann werdet eines. Jetzt, macht es jetzt. Denn nie war das wichtiger. Für ganze 3 € im Monat bekommt ihr eine Interessensvertretung, die richtig was auf die Beine stellt. Aber auch für diejenigen, die kein VDB-Mitglied werden möchten, besteht die Chance auf eine kostenlose Teilnahme. Viele Unternehmen aus der Waffenbranche haben Schreiben gespendet. Die Firma Gogan, deren Geschäftsführer ich bin, yours truly, hat allein ca. 5.000 € plus Mehrwertsteuer locker gemacht. Und viele andere Unternehmen auch. Aber natürlich gibt es auch einen PayPal-Spenden-Button für euch. Ja, so das ist der eine Arm unserer Aktion. Der andere Arm wendet sich an die FDP. Wir erstellen eine Unterschriftenliste, organisiert vom VDB natürlich. Und da appellieren wir an die FDP, uns Waffenbesitzer nicht im Stich zu lassen
und ganz im Sinne der liberalen Grundprinzipien, unsere Freiheit zu verteidigen. Ja, die FDP muss einfach sehen, wie viele potenzielle Wähler es hier zu überzeugen gibt. Ja, oder zu enttäuschen gibt. Diesmal müssen wir einfach alle zusammenhalten. Jäger, Schützen, Sammler, Prepper, BBK-Besitzer, Fans von freien Waffen und sogar Freunde der Silvesterfeuerwerke. Uns alle bedroht diese Gesetzesänderung und nur zusammen können wir sie verhindern. Also macht mit! Geht auf den Briefgenerator, füllt das Formular aus, tragt euch in die Unterschriftenliste ein, tretet in den VDB ein und leitet dieses Video weiter. Es ist übrigens nicht kopiergeschützt, ihr könnt es auch gerne woanders hochladen, ist alles gar kein Problem. Der VDB wird übrigens eine breit angelegte Werbekampagne für die Aktion auflegen, damit auch Menschen angesprochen werden, die keine Waffenvideos schauen. Ja, Millionen von Menschen haben eine Gaspistole, eine Armbrust oder vielleicht einfach nur eine Vorliebe für Silvesterknallen. Ja, der VDB wird ganz sicher auch hier viele, viele Unterstützer gewinnen können. Kurz, diese Aktion wird Geschichte schreiben. Das ist das Ende der Wehrlosigkeit für die Legalwaffenbesitzer, die wir jetzt 50 Jahre lang hatten. Ja, so liebe Freunde, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Auf in den Kampf! Danke und bye-bye. Okay, my dear English-speaking friends, the German Minister of the Interior, Miss Nancy Faeser, wants to impose a much tougher gun law. Given the fact that our existing laws are already super, super restrictive, this is a scandal, really. She orchestrated a shameless undercover public relation campaign in order to gather up the support of the public. She used the television and the press to spread her narrative, and now she attacks the law-abiding gun owners in a way that leaves us almost speechless. So, semi-automatic rifles would be completely banned under this law, basically taking 135,000 rifles from law-abiding license holders that legally bought these weapons. She also wants to practically outlaw crossbows and even blank-firing guns, again taking away valuable property from millions of Germans. She believes that this will subdue crime and especially stop the ruckus that is happening in certain parts of German cities, such as Berlin, even though these people are already using illegal weapons, as many of them don't even have German citizenship. It is a sad fact that parts of Berlin are pretty much given up territory, entire neighborhoods where German police is powerless. Germany's safety situation has declined much recently. The war, the inflation, immigration, gas and power shortages, the wreckage of the German army, and of course, COVID are taking their toll. To disarm the citizens in such dire times is simply unacceptable. Therefore, we are starting our own massive campaign in order to stop this law. This is still possible as it is currently just a draft and needs to be approved by all parties that form the current coalition in power. The libertarian FDP has already stated that they won't let this happen, but they may cut a deal here and give in at the end, and that must not happen. Therefore, we are asking German gun owners to write 3 physical letters to the Minister of the Interior and to the related members of Parliament. Plus, we will also run a petition aimed at the FDP, encouraging them to remain determined. If that happens, then the laws won't be changed and we will be able to relax a bit. Until next time. So, this is pretty much the situation here. Wish us luck. Thanks and bye-bye.